Ja, es ist immer noch Feiertag. Was für Feiertage jetzt genau sind, weiß ich jetzt auch wiederum nicht, aber ich habe was Neues gesehen. Habe ich schon ein bisschen länger gebunkert, weil ich andere Sachen davon noch vorstellen wollte, habe ich jetzt damit getan. Ich habe schon ein bisschen was vorbereitet. Ich mache es jetzt immer so, wenn da so Klebesachen dran sind, mache ich die immer unzivilisiert mit Schlüssel auf. Selbstverständlich für Messer ist hierbei am besten. Ja, aus Sicherheitsgründen natürlich immer mit Schere am besten, weil man sich damit nicht so verletzen kann, aber mit Schere finde ich halt einfach nur maximal unangebracht, also sehr maximal unangemessen, wie auch immer, weil es einfach nicht passt. Und mit Schere, wie soll man da auch überhaupt rankommen? Es sind jetzt zwei so Klingen, die übereinander gehen und das ist dann so dick, wie soll ich da, das geht doch gar nicht. Außer ich habe kein Problem damit, den Karton damit zu zerstören. Weil wenn ich Karton damit zerstöre, weil ich damit kein Problem habe, kriege ich das doch gar nicht mehr zusammen. Warum muss man überhaupt einen Karton zusammenbekommen? Ja, um das Ganze wieder verstauen zu können, um Platz zu sparen, um keinen Müll wegschmeißen zu müssen. Ganz einfach. Ist doch klar. Macht doch Sinn, oder nicht? Ein Taxi. Vom Lidl's, aus Needle Store, von der eigenen Spielzeugmarke Playtiff, weil es die Klemmbausteine sind, heißen die Clippies, das ist die Lidl-Sprache für Klemmbausteine, also die Kategorie, wie auch immer. Und ich dachte, ich hätte alles sauber gemacht. Habe ich ja auch mit dem Schwamm, also mit SpongeBob, mit ein bisschen Spüli und ordentlich Wasser. Habe auch noch ordentlich geschäumt, aber. Das hat er dem scheinbar nichts gebracht. Ich weiß nicht, wo der Dreck schon wieder herkommt. Aber vielleicht ja. Mal schauen. Aber es passt wieder alles. Ich habe auch gleich einen Vergleich mitgebracht. Und ja, jetzt muss ich auch schauen, irgendwie mal fertig zu werden. Diesmal werde ich Aufkleber schon. Also wenn da welche drauf, also wenn da welche dabei sind, wenn sie alles bedruckt ist, natürlich nicht, aber wenn auch die dabei sind, werde ich sie sofort aufbringen. Das braucht man dann für das Fazit. Ich hasse dieses Wort, das hört sich so scheiße. Review hört sich viel schöner an, finde ich. Im Englischen hört sich alles besser an. Ist einfach so. Das haben wir, ach, da kommt auch Dreck aus dem Karton raus. Cool. Zahlen gibt es da keine drauf, also. Einfach nur alles. Da sind die. Nein. Irgendwas rappelt da drin. Was ist denn das? Ich sehe nichts. Müll drinnen. Das sind Socken. Die ziehe ich als letztes natürlich an. Ist ja wohl klar, ne? Warum soll ich die nach dem Duschen als erstes anziehen? Natürlich als letztes. Ah, Kopf noch. Ich rede gleich weiter erstmal. Diesmal, was wollte ich gerade sagen? Scheiben erstmal separieren, wie immer. Hoppala. Felge und so Beinteil. Ist meine erste Playtiff-Figur. Meine erste Playtiff-Clippies-Figur. Würde ich mal so behaupten jetzt. Also, Figur kann ich auch. Also, ob die Steine jetzt von den einen oder von anderen Hersteller. Aufkleber. Hui, sind damit rausgeflogen. Das ist ein so ein schmaler Streifen. Im Kassenzettelformat. Es ist jetzt.
Wie soll ich das Ganze jetzt da richtig positionieren? Das geht doch gar nicht. Außerdem will ich erstmal die Figur zusammen machen. Wo ist denn das Oberteil davon da? Ich glaube, das ist vorne. Da sind doch auch Haare mit dabei, oder nicht? Ja, da sind Haare mit dabei. Wo sind denn die Haare eigentlich? Da sind die Haare. Die waren einfach mal so versteckt. Unglaublich. Nein, das ist eine Mütze. Ja, so ist es schief. So steht es auf einer Seite ab. Und so. So hält es nicht. Obwohl das gerade wäre. Moment, ich schau mal. Ah, jetzt passt es jetzt mittig drauf. Arme fehlen noch. Es sind aber nur die Hände jetzt davon. Die Figur soll ich nicht mal als erstes zusammenbauen. Ich mache die jetzt einfach nur als erstes, weil ich ja. Weil wir das ja so kennen, ne? Einfach nur aus Nostalgie. Gegen die Anleitung. Vielleicht soll die auch als letztes gebaut werden. Kann ja sein, ne? Also Thema für dieses Video, ach ja, ich habe mir was überlegt. Mir geht es heute mal um das Thema Gleichberechtigung, was bei dem sehr wichtig ist. Das ist etwas, worauf ich schon immer sehr viel Wert gelegt habe, denn Leben und Leben lassen, hätte ich das damals schon gewusst, dass es so heißt. Also, ist auch schon wieder so ein Begriff, ne? So ein Fachbegriff halt. Den hätte ich als erstes sofort lernen sollen, am besten. Denn sonst war ich immer so am Krampfen und konnte mich gar nicht so ausdrücken, wie ich, was ich sagen wollte. Und habe mich halt eben einfach nur so natürlich auch dementsprechend für die anderen halt eben immer total ohne Grund, also einfach so halt aufgeregt. Also für die, die halt eben voll darauf abfahren, irgendwie andere Menschen zu unterdrücken halt. Das ist halt eben in unserer Gesellschaft leider so. Ja, und ob es hier neue Teile gibt oder nicht, kann ich jetzt hier so nicht bewerten. Ich sehe halt eben schon so Formteile, die kann man aber auch von Mega. Hier sind halt eben ein paar Locken weniger seitlich dran. Aber da ist es auch total durchdacht, denke ich mal. Ich gehe mal sehr davon aus. Ist noch so ein zweites gelbes, so ein Teil suche ich gerade und finde es einfach nur. Ach, da drunter ist es. Ist ja unglaublich. Ich habe gerade schon was ausprobiert, ob man nicht hätte gerade noch Karton da drunter gestellt gehabt, dass das ein bisschen höher ist, aber dann kann man nicht mehr auf den Tisch runterschauen. Und wenn man auf den Tisch runterschauen kann, dann ist das Ding senkrecht und sehr wackelig und dann geht gar nichts mehr. Aber jetzt zu meinem Thema zurück. Gleichberechtigung ist etwas, wofür ich mich schon von Anfang an eingesetzt habe, damit alle frei leben können. Das ist mir eben immer sehr wichtig, dass jeder sich frei entfalten kann. Und mir ist auch egal, wie sehr ich dafür gehasst werde. Mir ist es so viel wichtiger, dass einfach alle frei leben können. Und selbstverständlich nehme ich wie sonst auch immer dankend jeden Hass an und kann auch natürlich damit was anfangen, aber das hält mich halt einfach nur nicht von meinen Vorhaben ab. Das ist halt eben einfach so das, worauf ich hinaus will.
Und ja. Und ja, schon wieder irgend so ein Fremdanbieter, ja, liegt einfach daran, weil ich mit Clippies gute Erfahrungen immer hatte. Also, dieser in Bibi und Tina Sit, diesen Bauernhof, dieser Traktor da, mit diesem Sam oder, nein, nicht Sam, wie heißt der? Wie auch immer er heißt. Drei. Es werden scheinbar die Rückleuchten. Da ist so rum natürlich klar. Sind es unterschiedliche? Die werden so irgendwie dran gesnoddet. Aber wie? Oder doch nicht? Und die halten auch so? Die halten auch so, aber die werden auch mit Fliesen befestigt. Das so ein schwarzes, ja, was auch immer es ist. Kotflügel sind doch schon drauf. Wo ist denn jetzt das Problem? Die habe ich drauf, ja. Ach so. Die werden da so auf die Kotflügel draufgenoppt und. Moment. Scheinbar ist es total in Ordnung, dass da so ein Loch, so ein Spalter, dem einfach so überbleibt. Ich weiß aber nicht, wie das gedacht ist. Ich versuche das irgendwie gerade zu verstehen. Oder geht es andersrum? Nein. Kotflügel, dann kommt es. Ach so, das kommt so hin. Die zwei Noppen in der Mitte gehören nach oben und das gehört nach vorne. Ach so. Stimmt, das ist hier so ein Brick. So ein 1x2-Stein, einfach, ja, wo halt eben so das Zeug da so dran ist. Jetzt sehe ich das auch. Das ist so ein 1x2-Brick mit so Noppen seitlich dran, so ein 1x4 irgendwie so. Jetzt verstehe ich das Ganze auch. Also ich habe orangene und rote durchsichtige Platten. Ach so. Erst die Trans-Orange Plates drauf, one by one. Und dann so. Und dann so. Cool. Das Ding hat Seitenblinker hinten. Oder was auch immer das sein soll. Ich verstehe es nicht. Aber ich glaube, das muss ich auch nicht verstehen. Naja. Immerhin. Finde ich, hat jeder Mensch von Anfang an, ohne überhaupt was wir tun zu müssen, immer verdient, frei leben zu können. Und diese Diffamierung, das will ich schon fast als Beleidigung werten, dass diese Unmenschlichkeit an, wie heißt es noch einmal, es ist ein schwieriges Unwort. Genau, Erregung öffentlichen Ärgernisses, dieser Blödsinn da, also. Ich kann es immer und immer wieder aufs Neue wiederholen. Ich habe ja kein Problem mit, echt. Ich werde auch nie müde dran. Entweder dürfen alle oben ohne sein oder niemand. Ich bin natürlich wie immer für niemand. Aber wenn überhaupt jemand oder das Thema, also wenn überhaupt jemand oben ohne rumlaufen darf, so ganz ungestraft, dann sollten es doch alle tun dürfen. Denn
diese Grenzen da, die überhaupt nicht existieren, die auch vor Gott, weiß ich nicht, Gott ist ja sowieso dagegen, dass wir uns irgendwie klein, aber dadurch, dass er dem Adam und Eva aus dem dieses Zeugs da gefressen haben, von diesem einen Baum da, dem ja, ist ja den Baum der Kenntnis genau, es waren nur so Äpfel, davon soll man sich angeblich schämen, ich glaub's nicht, aber ich stelle es mir auch einfach nur komisch vor. Wie soll es bitte schön gehen? Aber egal, nehmen wir einfach mal an, es funktioniert tatsächlich so. Dann, Moment. Ich muss mich gerade kurz konzentrieren, wegen Sticker. Klar, es kommen vielleicht in den Kommentaren irgendwas mit Pinzette oder das Schlimmste, Spülmittel, also Fettlöser, es soll besser kleben. Was soll der Quatsch? Natürlich nicht. Pinzette, gut, ja, aber verstehe ich auch, aber es macht doch Sinn, aber. Mit Spülmittel. Das ist das Falscheste, was man überhaupt tun kann. Doch, dann geht's am besten. Nein, geht natürlich nicht. Hallo? Was soll der? Ich habe mal gehört, dass von Kreativ, dass so Leute ihnen schreiben, dass man da das am besten mit Pinzette und Spülmittel geht. Pinzette ja, aber nicht Spülmittel, auf gar keinen Fall. Also sag ich jetzt, denn Fettlöser als Hilfsmittel, das macht keinen Sinn. Das ist einfach nur maximal falsch. Sowas geht gar nicht. Aber wer daran glaubt, glaubt wahrscheinlich. Ich bin's mal todesmutig und behaupte jeden Blödsinn. Nein, das kann so nicht funktionieren. Doch. Aber. Ich soll es hier ganz auf Kante machen, in Ordnung. Nicht geschafft, nochmal. Also ich mache es jetzt wirklich ganz auf Kante, aber wenn es da nicht passt, dann. Dann passt es generell nicht. Also die Aufkleber sind einfach nur zu groß. Nicht zu genau, sondern zu groß einfach nur. Wirklich zu groß. Viel zu groß. Das kann so einfach nicht passen. Ja, jetzt ein bisschen schief, aber ey, wie soll ich das auch gerade drauf bekommen? Geht ja nicht.
Weil das ist ja so schräg, also abgeschrägt ist da so an den Kanten. Das kann ich nicht gerade drauf bekommen. Es geht nicht. Da sind so Ecken drinnen. Es geht nicht besser. Genau, die Fliesen müssen jetzt darin. Ja. Und mir ist auch egal, was ich alles für Ärger dafür bekomme, nur weil ich mich dafür einsetze, dass alle frei leben können und auch das tun können, was sie wollen. Mir ist halt eben wichtig, dass alle frei leben können und es ist mir so egal, was ich alles für Ärger bekomme. Ich zähle es gar nicht extra mit. Ich werte es immer so als Zeichen dafür, dass ich was Richtiges getan habe, also dass ich das Richtige getan habe, so rum. Denn das kann doch echt nicht wahr sein, dass doch tatsächlich einige Menschen unterdrückt werden hier in unserer Gesellschaft. Das geht ja gar nicht, finde ich. Hey, das ist doch falsch rum so. Oder soll ich jetzt neu anfangen? Das gibt's ja nicht. Lenkrad habe ich hinten, das habe ich jetzt. Ach, das wird die Scheibe für hinten. Ich bin aber auch so eine Intelligenzbestie, ne? Natürlich nicht. Ich habe hier zwei Scheiben raus und merke einfach nicht, dass ich gerade das hintere Teil davon mache. Ich mache das nach hinten. Das ist schon Wahnsinn, was ich alles falsch mache. Genau, da die Kotflügel jetzt diesen quasi Kastenzettel oder so umdrehen und da jetzt auf diesen Bogen da. Wie rum kommt denn? Ach, ich mach's mal so rum. Das macht tatsächlich Sinn, ja. Oder nicht? Ist es falsch? Also abmachen kann ich jetzt nicht mehr. Ich muss aber abmachen können, weil es falsch ist, was ich gemacht habe. Ich versuche mal noch einen freien Spalt zu finden. Finden aber gerade nicht. Oder kann ich es nicht irgendwie auch so abknupsen? Geht nicht. Ich hätte einfach nicht raten sollen. Moment, schmeckt doch lecker, oder? Total gesund. Macht es nicht nach. Erst schauen und dann bauen, nicht so wie ich. Ich bin ein sehr schlechtes Vorbild. Ja, genau das passiert, ja. Das war jetzt keine gute Idee von mir. Was aber auch so klar war. Ja, das.
So. Genau, das soll der Enzo wohl sein und dann kommen die Slopes da drauf, oder? Ja. Und ja. Aber immerhin weiß ich schon mal, was ich tun muss und so weiter halt eben, ja. Also damit habe ich ja schon mal was zu tun, ne? Das ist doch schon mal überhaupt was. Und das ist auch so gesehen, an sich gesehen, eine sehr gute Sache, finde ich. Also 10 habe ich jetzt gemacht, 11 habe ich gemacht und 12 kommt jetzt dran. Russenspiegel und ja, so ein Grillteil. Die Außenspiegel mache ich danach. 13 erstmal. Und ja. Es sind die Clippies bei diesen, was bei Lego rund ist, ist halt eben da ein bisschen sehr eckig. Da sind so Ecken drin. Jetzt kann man sehen. Die Ecken gehören aber so rein, das muss so sein bei den Slopes. Clippy Slopes sind nie curved. Außer diese einmal vier Bögen, die sind curved. Aber die einmal zwei, die 2x2 Slopes, die sind, die Platten, die sind nie curved. Die sind immer eckig. Das ist so, diese Stufe, die ist immer so da, ja. Aber ja, es wünsche mir dem schon sehr, dass es endlich mal geklärt wird, ob jetzt. Ah, ein einziger Druck. Krass. Ersatzhände, ja. Eine Tüte, also allen so eine Fliese fehlt. Oder ist die im Reifen drin? Oder irgendwo falsch aufgenoppt oder. Ne, da ist die Fliese, genau, die ist mir da runtergerollt. Also fehlt nicht, sondern ich habe die einfach nur wohin, wo die nicht hingehört. Also ich habe die einfach nur nicht geholt, das war mein Fehler. Ich habe nichts gesagt. Ich nehme alles zurück, was ich gerade diesem Set vorgeworfen habe und es ist eigentlich nur ja eine Sache, aber trotzdem, sagt man ja so. Scheibe. Hui. Wer bist denn du? Komm mal raus. So ein, habe ich so einen Teil drin irgendwo? Damit ich das Ding da rausholen kann, da ist sowas drinnen.
Irgendwo da müsste doch so ein Teiletrenner sein. Ja, da ein Megateiltrenner. Den nehme ich jetzt und versuche das da irgendwie rauszupopeln. Wenn nicht, dann nehme ich ja den zur Not, dass ja, eine Hand, die da mitgeliefert ist. Aber jetzt versuche ich es mit dem Teiletrenner von Mega. Jetzt ist der Dreck weg. Den will ich da überhaupt nicht drin haben. Ist ja wohl klar, ne? Den noppe ich natürlich sofort auf. Wie geil. Was für ein geiles Set. Was für ein geiles Set. Das gibt's nicht. Ah, ich hocke mal einen Nappe weiter hinter. Krieg den gar nicht mehr los. Aua. Hui. Da hau ich mir gleich den ganzen Finger mit auf. Alter, ich hau mir den ganzen Finger mit auf. Ich hau mir da echt sowas von die Haut mit ab. Aber die komplette Hautschicht. Das saftet hier so richtig. Ich habe alles vollständig aufgerissen jetzt. Alles, alles einfach nur alles. Alles durch. Das ist ein blödes Set. Ich will gar nicht mehr weitermachen. Das ist. Ich muss aber durchziehen. Ich versuche diesen Finger echt wegzulassen jetzt. Also die Figur werde ich auf gar keinen Fall wieder rausholen. Nie wieder. Ja, Rückspiel habe ich jetzt dran gemacht. Grillteil auch. 13, 14 und 15. Jetzt kommt das Dach da. Da kommen zwei so Chamber Plates in der Mitte. Ja, stimmt genau, damit es halt eben so. Ach, da ist jetzt der dritte Aufkleber. Da ist der Aufkleber. Ach, ich mache jetzt erstmal das Dach da drauf. Ich setze dann später. Ich setze dann gleich anschließend drauf. Ich zerhomme mir jetzt gleich noch einen zweiten Finger. Passt die Figur nicht mal rein? Ich lege die jetzt mal rein. Hoffentlich passt es jetzt. Wenn es jetzt nicht passt, dann hole ich die Figur da wieder raus und dann ist mir auch alles egal. Jetzt passt du aber, bitte. Bisschen aufrechter. So, passt. Komisch, dieser Aufkleber passt aber komischerweise auf diesen Slope drauf. Schon wieder zu hoch.
Ach, das ist mir auch so egal. Hauptsache irgendwie. So, was soll ich jetzt noch machen? Ach, die paar Platten da noch dahin machen, ja, weil es so sein muss. Ich weiß nicht wozu, aber ja, sieht man sowieso nicht, aber es gehört so. Ah, Reifen, cool. Die haben alle so eine Laufrichtung. Die haben alle die gleiche Laufrichtung. Darum freue ich mich schon, wenn ich die hinteren Reifen beziehen darf. Wie das dann so wird. Es wird perfekt. Sofort draufmappen. Dranpin meine ich. Alles klar. Meint. Gibt es eine Artikelnummer für oder nicht? Ich weiß es echt nicht wirklich. Ingeniert bei Clippies stehen nur, aber. Artikelnummer gibt es da, nicht Artikelnummer, ich meine Setnummer, ja, wie auch immer, ihr wisst schon, was du mit meinen. Na egal, was soll's. Soweit hier erstmal. Ich warte noch, bis die Minute rum ist und dann fange ich damit an. Clippies Taxi. Es ist alles, ja. Artikelnummer gibt es schon mal keine. Wir haben hier massig Aufkleber. Also fünf Aufkleber sind es. Und wir haben hier zwei Drucke. Oder? Einer nur. Moment. Es war nur ein Druck. Wir haben hier auch einen Druck. Das ist der einzige Druck. Das ist der Druck. Der ganze Rest, Aufkleber, das es so übersteht, geht nicht anders. Das ist da oben schon auf Kante und da unten nicht, weil es darüber hängt. Und ich habe da reinbeißen müssen, weil ich mich verbaut habe. Für alle, die eben Aufbau zugeschaut haben sollen, vielen Dank. Das finde ich sehr schön. Wenn die Figur passt da aufrecht nicht rein, muss ein bisschen hinlegen, weil sonst das Dach nicht drauf passt. Wenn man die Figur rausnimmt, dann hat es so eine hohe Klemmkraft, dass man sich da total einen Finger dran aufhaut. Das macht keinen Spaß. Und ich muss es dann gleich erstmal versorgen. Es sind die Lichterchen vorne, hinten. Und hinten hat es doch sogar Seitenblinker. Warum auch immer. Vielleicht kann man es von dieser Seite besser sehen. Und seitlich sind noch Aufkleber drauf und passt natürlich nicht und so. Naja. Also, ich weiß nicht, ob ich das Set überhaupt empfehlen kann. Ist mir auch so egal. Ich habe es mir auch eigentlich aus einem anderen Grund gekauft, weil ich hier noch sowas von Lego hier habe. Soll ich miteinander vergleichen? Und das, jo. Geht klar, oder? Ja, da ist jetzt keine Figur bei Lego drin, aber
Das ist auch alles mit Stein vollgepackt da drin. Das kann da nicht rein. Und hinten ähnelt sich das auch so ziemlich und nur seitlich sind da oben keine Aufkleber drauf. Da schon. Und ja. Aber dafür ist eben keine B-Säule. Wobei, was es für ein Taxi sein soll, frage ich mich. Gehen mir zwei Ersatzhände mit dabei, die sogar eine Ausrichtung haben, aber die Arme haben keine Ausrichtung. Bei denen ist es egal. Die sind gerade. Die sind kerzengerad. Die sind kein bisschen irgendwie vorgeformt. Nix. Das Lenkrad muss man draufstecken und so weiter, ja, aber sonst nichts Besonderes. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was mir davon besser gefällt. Also vom Bau gefällt mir das Lego-exklusive Set viel, viel besser. Vor allem auch für den Preis. Ich habe dafür, glaube ich, 7,99 € gezahlt, wenn mich nicht alles täuscht. Oder 6,99 €. Ah, das war 6,99 €. Dafür ist die Qualität auch ziemlich, ja, nicht so. Zu. Eine viel zu starke Klemmkraft. Diese Klemmkraft von den Steinen ist stärker als bei Mega. Aber Mega haben auch bessere Steine als die gefallen mir nicht so. Das ist irgendwie nicht so. Die sind ein bisschen Schmutz irgendwie. Nicht so gut. Aber für den Preis finde ich, ist es in Ordnung. Also, ich weiß nicht. Keine Empfehlung. Sehr gefährlich, passt beim Bauen echt auf, dass ihr euch nicht den Finger aufhaut oder so. Das ist echt gefährlich. Das ist sehr scharfkantig, sehr, 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 sehr scharfkantig, extrem scharfkantig und hart und aber sehr gefährlich. Aufpassen. Die Halsempfehlung liegt ja bei 5 plus. 80-teilig, also 5 plus, nein. Das ist Verletz plus. Aua plus. Gebt sowas euren Kindern nicht unbeaufsichtigt. Passt auf eure Kinder auf, wenn ihr welche habt oder zu betreuen habt. Beides einfach. Wenn ihr Kinder da reinlasst, dann passt auf die auf. Versorgt die, wenn die sich verletzt haben. Was echt gefährlich ist. Das ist gefährlich. Das ist echt gefährlich. Das macht keinen Spaß. Aber es tut weh und es ist auch echt. Das ist alles durch. Es macht keinen Spaß. Soweit erstmal. Ich muss noch Dealbild machen und das nächstes jetzt noch vorbereiten. Morgen, ja, bis morgen dann. Ciao.